Na, ich bin ganz gespannt, über die Kandidaten mehr zu erfahren, eben was zu ganz bestimmten lokalen Themen so, was sie dazu erzählen. Was interessiert Sie denn besonders? Ganz besonders interessiert bin ich eigentlich daran, was mit dem neuen Markt geschieht. Das ist ja ein sehr kontroverses Thema hier in der Region. Ja, für mich ist ganz stark, ich bin Urfechter eher sicherlich, die Neustruktur des Marktplatzes ein wichtiger Bestandteil und das insbesondere auch bezogen mit Umweltschutz und Energieeinsparung, was also auch dazu kommt, aufgrund meines Alters sicherlich auch Zukunftsmobilität für Menschen im höheren Alter, ganz, ganz wichtig. Haben Sie sich denn schon für einen Kandidaten entschieden oder ist das so ein bisschen Entscheidungshilfe? Ja, das ist auf jeden Fall Entscheidungshilfe. Ich habe die Interviews in der OV gelesen und mich auch sonst damit beschäftigt. Aber ich bin noch nicht hundertprozentig entschieden und heute verschaffe ich mir einen persönlichen Eindruck. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Einer fällt durch. Aber es konnte in der Entscheidung noch nicht richtig weiterhelfen, oder? Also einer ist klar, zwei weiß ich noch nicht. Ja, ich glaube, alles in allem war das eine sehr schöne Veranstaltung. Alle drei Bürgermeisterkandidaten haben einen guten Job gemacht, inhaltlich ihre Position gut vertreten. Und ich denke, jeder, der hier gesessen hat, ist jetzt noch ein Stück schlauer geworden. Ja. Generell bin ich dafür, dass, ja, ich sag mal, einmal Klimaprojekte in dem Sinne, klar, Verkehrsprojekt, Radwegekonzept, dass da mehr gemacht wird. Ich wohne selber mitten in der Stadt und stelle tagtäglich fest, dass es schwierig ist, hier Fahrrad zu fahren. Das sind Dinge, die mir wichtig sind. Die Schulsituation, Schulausstattung ist mir wichtig. Klar, neuer Markt, diese Dinge kommen natürlich mit dazu, aber wie gesagt, die anderen genannten Dinge sind jetzt für mich persönlich wichtig. Wie ist es bei Ihnen? Was interessiert Sie besonders hier in Vechta? Bildung auch, aber auch bezahlbarer Wohnraum in Vechta und auch die neuen Probleme, die auch im Bereich Inklusion oder Zuzug durch Migration auf uns einfach zukommen, wie die Stadt vorhat, das zu lösen. Und ich finde, da haben alle drei Bürgermeisterkandidaten einen recht guten Ansatz, der eine mehr, der eine etwas weniger, aber insgesamt doch positive Entwicklung für unsere Stadt.